In diesem Video möchte ich euch die einfachste Art zeigen, wie ihr den Frühling auf eure Nägel zaubern könnt. Falls euch das interessiert und falls ihr Tipps haben wollt, wie euer Nagellack länger hält, dann bleibt dran. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Dabei starte ich mit einer Sache, die den Nagellack definitiv länger halten lassen wird, und zwar ist das Cuticle Remover. Denn wenn eure Nägel wachsen, ist das ganz normal, dass so ein kleiner Nagelhautrest immer auf den Ansätzen der Nägel bleibt. Und wenn man den entfernt, dann ist er dem Nagellack nicht den Weg und euer Nagellack hält länger letztendlich. Ich gebe also den Cuticle Remover auf die Nagelränder und gehe mit einem Holzstäbchen ganz vorsichtig an die Übergänge, um die tote Haut zu entfernen. Dabei solltet ihr zügig arbeiten, am besten Nagel für Nagel, wenn ihr noch nicht so geübt seid, denn das Zeug sollte nicht zu lange auf den Nägeln bleiben. Im Anschluss wird das mit einem Wattestäbchen von den Nägeln heruntergewischt und dann folgt auch schon der nächste Tipp, wie euer Nagellack länger hält, und zwar entfettet eure Nägel zum Beispiel mit Nagellackentferner. Um Lücken zu füllen und um die Haftung des Nagellacks am Nagel sicherzustellen, verwende ich einen Basecoat. Und hier solltet ihr darauf achten, dass ihr am besten einen verwendet, der auch mit dem Topcoat später zusammenpasst. Der wird wie ganz normaler Nagellack auf die Nägel gepinselt und ganz wichtig, vergesst die Spitze nicht. Als nächster Schritt kommt dann schon die Farbe auf die Nägel und ich habe mich jetzt hier für ein Mintblau entschieden. Ich wollte es sehr gerne frühlingshaft haben, deswegen ist es eben so ein Blaugrün geworden. Ihr könnt auch einfach ein Hellblau nehmen, ein Hellgrün, theoretisch Rosa, jede mögliche Farbe, die ihr zu Hause habt und die euch gefällt. Meine exakte Farbe ist übrigens Sage von Picture Polish. Der ist leider einer derjenigen, der nicht so gut deckt, deswegen müsste ich mehrere Schichten auftragen, bis ich mit der Deckkraft zufrieden war. Und auch hier wieder ganz wichtig, die Nagelspitzen nicht vergessen. Im Anschluss ist Zeit dafür, kleine Fehler zu entfernen, insbesondere die am Nagelansatz, denn dort würde es eben auch dazu beitragen, dass sich der Nagellack schneller ablöst als gewünscht. Und die Korrekturen mache ich einfach mit einem Cleanup-Pinsel getränkt in Nagellackentferner. Für den nächsten Schritt könnt ihr entweder ein Dotting-Tool verwenden, falls ihr sowas sowieso zu Hause habt. Falls ihr sowas nicht habt, tut es aber auch ein Schaschlikspieß oder ein Zahnstocher. Und damit geht ihr jetzt in eine Nagellackfarbe nach Wahl, mit der ihr Blütenblätter auftupft. Ich habe mich hier für den The Gel Nail Polish von Essence in der Farbe Wild White Ways entschieden. Das bestdeckendste Weiß für einen sehr fairen Preis, wie ich finde. Und damit tupfe ich mir jetzt die Blütenblätter auf. Beim Zeigefinger und beim Kleinfinger habe ich jeweils eine halbe Blüte an den Nagelmund gesetzt und für die anderen Nägel mehrere Blüten auf dem Nagel verteilt. Ich habe das immer so gemacht, Punkte erstmal gegenüber aufzutragen und dann das Ganze vervollständigen. Es sind jeweils 6 Punkte pro Blüte bei mir. Ihr könnt aber auch zum Beispiel 5 oder 7 oder wie auch immer das am einfachsten für euch ist machen. Und eure Blüten müssen natürlich nicht zwangsweise weiß sein, ihr könnt hier auch wieder jede mögliche Farbe verwenden, die ihr verwenden möchtet. Für das Zentrum der Blüte habe ich mich für gelben Nagellack entschieden, auch wieder einer von Essence. Diesmal die Farbe Love is in the Air und den gelben Punkt trage ich einfach in das Zentrum der Blüte auf. Was mir während des Pinsels eingefallen ist, was auch sehr schön aussehen könnte, ist zum Beispiel auf dem Ringfinger keine Nagellackfarbe aufzutragen, sondern die Blüten einfach auf den nackten Naturnagel aufzutragen. Und ich hatte es ja schon am Anfang angekündigt, zu dem Basecoat trage ich natürlich jetzt ganz zum Abschluss noch den passenden Topcoat auf, damit das Nailart auch wirklich richtig schön lange hält. Und ihr könnt es euch schon denken, vergesst natürlich auch hier nicht, die Nagelspitzen mit zu versiegeln. Macht übrigens nicht denselben Fehler wie ich, sondern wartet, bis das Gelb auch wirklich richtig schön getrocknet ist, damit ihr euch keine Streifen auf die Nägel zieht. Und das ist das wahrscheinlich einfachste Nailart, was man so zum Frühling machen kann. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr das schon mal selber ausprobiert habt oder ob das komplett neu für euch ist. Hier unten rechts verlinke ich euch meinen Kanal, damit ihr keine weiteren meiner Videos verpasst. Außerdem verlinke ich euch hier oben rechts noch eins meiner alten Videos, damit ihr jetzt sofort weiterschauen könnt. Ich hoffe sehr, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss!